Was hast du denn getan, um sie derart wütend zu machen? Ich werde dir nichts tun, aber du musst Trutzbuch verlassen. Bekannte hat es offensichtlich auf dich abgesehen. Zusammenschlagen. Sei dankbar, dass ich dich nur ein bisschen aufmische. Wenn ich dir keine ordentliche Trachtprügel verpasse, dann wird Brikanta jemand schicken, der es tut. Ich fürchte, Brikanta Domine hat dich nicht vergessen. Die Domines legen keinen besonderen Wert auf Vergeben und ich auch nicht. Was hast du denn getan? Ich habe ihr gesagt, sie sei nicht mein Typ. Naja, vielleicht nicht ganz so taktvoll, aber ich wollte keine Schwierigkeiten mit dem gefährlichsten Mann in ganz Trutzbuch. Wer hätte ich ahnen sollen, dass sie es so persönlich nehmen würde? Ich werde dir nichts tun, aber du musst Trutzbuch verlassen. Bekannte hat es offensichtlich auf dich abgesehen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Er rennt zur Tür. Sie werden mich nicht finden. Versprochen, Ondra segne dich. So. Ich habe mich um Kolfek gekümmert. Bekannter wird wohl wissen wollen, was geschehen ist. Ich sage hier die Wahrheit, dass er weggelaufen ist. Sobald ich wieder zu ihr komme. Okay, wir haben hier noch ein verlassenes Haus und die Valianische Handelsgesellschaft. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. In irgendeinem dieser verlassenen Häuser werden wir hoffentlich die Gelehrte finden, die wir suchen. Das ist nicht die Gelehrte, die ihr sucht. Oh. Okay, Rastvorräte. Aber dieses Haus sieht wirklich verlassen aus, zur Abwechslung. Oh. Als du den Raum betrittst, siehst du mehrere zusammengedrückte Gestalten. Sie stehen stramm, tragen aber keine einheitliche Kleidung, wie etwa die Schmelztiegel. Im Zentrum der Gruppe steht eine Frau mit einem Streifling in der Hand, droht über einer anderen. Sie blickt die kauernde Gestalt spöttisch an. Du hast hier seitenweise Forschungsarbeiten und du willst mir tatsächlich weismachen, dass das bloß Schmierereien von dir waren? Biana, das ist gar nichts, ich schwöre, es ist nur meine Notizen. Du hörst ein schmerzhaftes Klatschen, als die Frau ihr Gefangenen mit dem Handrücken schlägt. Wir wissen, dass du dich mit den Schmelztiegelrittern getroffen hast. Meinst du etwa, dass sie die einzige Autorität in der Stadt sind? Man nennt uns nicht umsonst die Dutzenden, also. Nochmal, werde ich dich nicht fragen. Einer ihrer Männer stupst die Frau kurz an, worauf sie sich umdreht und dich beim Zusehen ertappt. Sie kneift ihre Augen zusammen. Du solltest nicht hier sein. Lass sie gehen, da werde ich so tun, als hätte ich das hier niemals gesehen. Lass sie in Ruhe. Was geht hier vor sich? Angreifen, aufhören und zwar sofort. Ich sollte besser gehen. Lass sie in Ruhe. Sie reißt ihren Streifstiegel hoch und stürmt auf dich zu. Okay. Unfreundliche Leute hier. So, jetzt auf die Magier losgehen. Kanal Lindwürmer. Proaktiv! Ja! So. Ja, das Gesicht ist mit Blutergüssen übersehen und ihre Augen sind vor Schreck und Erleichterung geweitet. Ich weiß nicht, wer du bist, aber trotzdem danke. Ihre Worte werden so schnell von schnellen abgehackten Atemstoßen punktiert. Ich war sicher, dass sie mich töten würden. Sie wischte sich eine Träne von der Wange und zuckt zusammen, als ihr Fingerknöchel einen Bluterguss streift. Was ist gerade hier passiert? Ich dachte, ich würde hier meinen Freund aus den Republiken treffen, aber anscheinend bin ich in eine Falle getappt. Sie schüttelt ihren Kopf. Die Dutzenden müssen mich eine ganze Weile beobachtet haben. Ich hatte an einem Sonderprojekt
Projekt für die Schmelztiegelritter gearbeitet und bei ihren Kontaktaufnahme waren sie nicht besonders subtil. Erzähl mir von dir. Ich studiere die Beseelung im Hause Ossia in den Valianischen Republiken. Ich kam nach Trutzbrot, um die hiesigen Fortschritte zu erforschen, aber statt ins Sanatorium von Farnheim zu gehen, fand ich eine Stelle als Schreiberin im Tempel von Vale. Ich hatte Zugang zu vielen besonderen Manuskripten, die die meisten Beseeler niemals zu Gesicht bekommen. Sie zog mit den Achseln. Dabei durfte ich mich natürlich nicht erwischen lassen. Ich achtete sehr darauf, dass der leitende Bibliothekar oder meine Kollegen nicht herausfanden, an was ich wirklich arbeite. Wegen dieses Projekts. Meine Forschungen behandeln einen ziemlich speziellen Zweig der Beseelung. Ist nicht böse gemeint, aber wahrscheinlich sollte ich ohne Hauptmann Kleivers Erlaubnis nicht zu viel erzählen. Schließlich hat er die Forschung ja in Auftrag gegeben. Sie lacht nervös. Und du kannst ja die Schwierigkeiten sehen, in die ich mich ein kleines bisschen Indiskretion gebracht hat. Lass uns von hier verschwinden. Sie kaut auf ihrer gespaltenen Unterlippe herum. Hauptmann Kleiber von den Spätziegenrittern wartet auf meine Forschungsergebnisse. Ich weiß, du hast schon so viel für mich getan, aber könntest du sie ihm vielleicht trotzdem bringen? Ich habe sie bei mir behalten, damit sie nicht in die falschen Hände fallen, aber du siehst ja selbst, wie gut das funktioniert hat. Sie nickt zu Dotwinas Leichnam hin. Sie nahm sie mir ab, als ich ankam. Sie holt tief Luft. Wie auch immer, warte nicht auf mich, ich finde alleine hier heraus. Ja, hat das meinen Ruf jetzt mit den Dutzenden? Nö. Hat ihn nicht verschlechtert. Forschungsergebnisse. Oh, eine sehr gute schwere Rüstung. Die nehme ich mal gerne an mich. Es ist alles in Ordnung. Nochmal danke. Also ja, ich trage gerade eine Kettenrüstung, aber die ist... Fernkampfabwehr, Bonus und Geschwindigkeit. Und sieht auch sehr nett aus. Da lag noch was auf dem Tisch. Aber, boah, die haben sie aber arg bearbeitet dann. Das Wasser in diesem Kübel ist blutgetrübt. Da haben sie auch noch Waterboarding mit ihr veranstaltet. Also um die da tut's mir nicht leid. Das waren vielleicht nicht mal wirklich richtige Dutzende, sondern irgendwelche Möchtegern, die sich nur mit den Namen versteckt haben. How's the hand? Turning purple. I'd have to cut it off. I warned you not to pet him. If I'm not supposed to pet him, why is he so soft? Okay, der hat Itomak gestreichelt. Was macht deine Hand? Läuft violett an, muss sie vielleicht abhacken. Ich hab dich davor gewarnt, ihn zu streicheln. Wenn ich ihn nicht streicheln soll, warum ist er dann so weich? X. Kurtisane. Gut, mit Kurtisanen brauchen wir nicht reden. Justiz hier. Jetzt war er hier. Oh, das Haus ist gleich eingezeichnet. Bragan und Verbrecher. Aber wir haben nichts zu bereden. Okay. Bestehlen wollen wir auch niemanden. Vril und Brian Walker wohnen hier drin. Also ja, Trutzbrot ist wirklich voll von gelben Leuten. Das Dach sieht mit seinen krummen Dachziegeln und vereinzelten Lücken aus, wie das zahnlückige Grinsen eines Preisboxers. I suppose it can't be helped. Was gibt's in dieser Hütte?
die auch noch abgeschlossen war. Das ist hier schon mal zweimal verdächtig. Die ganz, also dass ein leerstehendes Haus abgeschlossen ist. Ein Feuer brennt hier. Jemand hat ein paar rosige Spielkarten unter dem Bett versteckt. Also nichts Besonderes in diesem Haus. Gut, wir könnten jetzt... Hey, Olaf, can I, talk to your, you know, your friend? What is it about Isselmir? I'm right here, you know. No, no, you're both great. It's just, well, I feel like I don't get to spend as much time with her, and she's just so funny. I mean, some of the things she says are not nearly as funny when you've been hearing them for 50 years. Okay. Hey, Olaf, könnte ich mit deiner Freundin sprechen? Was hast du nur mit Isselmeer? Mich gibt es auch noch. Nein, nein, ihr seid beide ganz toll. Es ist nur so, dass ich nicht so viel Zeit mit ihr verbringen kann und sie ist einfach so lustig. Manche der Dinge, die sie sagt, sind nicht annähernd so lustig, wenn man sie 50 Jahre lang hört. Flüchtlinge und hallo, Palegina. God damn that son of a girl. Die Götter mögen diesen Hurensohn verdammen. Sie starrt mit glänzenden goldenen Augen hinaus aufs offene Wasser und schaut an dir vorbei zum Horizont. Deine Gegenwart spüren, dreht sie dir ihren gefiederten Kopf zu. Want to run a down on its luck Valian Trading Company? If you have more than half a brain, you could really do something with it. Möchtest du eine vom Glück verlassene valianische Handelsgesellschaft übernehmen? Wenn du nur ein bisschen Hirn in der Birne hast, könntest du wirklich was daraus machen. Sie presst die Kiefer zusammen und fährt leise fort. As long as you're willing to clean up a few bloodstains. Sofern du gewillt bist, ein paar Blutflecken abzuwaschen. Was geht hier genau vor sich? Ich bin nicht ganz sicher, über was du da redest, aber ich möchte mich nicht darauf einlassen. Du wärst überrascht, wie gut du so ziemlich alles sauber machen kannst, wenn genügend Silber und Gold im Spiel sind. Brauchst du Hilfe mit irgendwas? Schweigen. Was genau geht hier vor sich? Exactly. If I knew that, I'd be in a better mood. The only thing I know exactly is that Mestre Verzano is determined to wind up in a grave before the season turns. Genau, wenn ich das wüsste, hätte ich bessere Laune. Dass Mestre Verzano vor dem Jahrzeitenwechsel in einem Grab landen wird, ist das Einzige, was ich genau weiß. Die Frau blickt einen Moment lang zum Lagerhaus zurück und verzieht das Gesicht. Nach einem leichten Nicken in deine Richtung stürmt sie davon. Okay. Valianische Handelsgesellschaft. Oh, eine Fackel. Valianische Soldaten. Imatl. Ein feiner Zahltag ist das Hello. Geworden. Ein alter Mann eilt über die Docks und schaut aufs Meer hinaus. Er macht viel Wirbel um etwas Großes und Rundes, das immerzu zwischen seinen Händen hin und her wandern lässt. Du bist dir nicht sicher, ob sein Gesichtsausdruck mit aufgerissenen Augen und offenem Mund für Überraschung oder Angst steht. Er sich anscheinend auch nicht. Du siehst nicht wie jemand von der Wache aus. Er beäugt dich und deine Ausrüstung etwas. Ja, sag mal, hättest du nicht zufällig Interesse, dir ein paar Pant zu verdienen? Oder? Dann zeigt dir das Objekt in seiner Hand. Es handelt sich um einen großen runden Opal, in dem englitanische Runen eingeritzt wurden. Ein dünner Schwellfilm lässt ihn glitzern und funkeln. Siehst du das Schiff da drüben, das da drüben gesunken ist? Ich suche schon seit geraumer Zeit nach jemandem, der mir beim Bergen der verlorenen Fracht hilft. Erzähl mir mehr über diese verlorene Fracht. Er legt über seine Lippen. Wir begannen im Kaltmorg und arbeiteten uns wie üblich den Fluss hinunter. Mal luden wir ab und mal luden wir auf, wie immer eben. Was genau ist passiert? Er massiert den Opal in seiner klammernden Handfläche. Als wir Einers Rast erreichten, haben wir uns eventuell dazu einverstanden erklärt, er ein paar Kisten von einem Ort namens Kliban Rilak an Bord zu nehmen. Ein paar der Kerle haben einen kurzen Blick auf die Fracht riskiert. Sie berichteten von Rüstung und einem zerbrochenen Zepter. Er zog mit den Achseln. Keine Ahnung, warum jemand etwas Kaputtes kaufen sollte, aber diese Beseder würden einfach alles kaufen, wenn es nur aus den Ruinen stammt.
Er umschließt nur Palm mit seiner Hand derart fest, dass seine Fingerknöchel weiß werden. Wir waren schon fast im Trutzbuch, als das Geschrei anfing. Ich habe in meinem Leben schon viele Kneipenschlägereien gesehen, aber das aber hörte sich anders an. Ich war mit dem Kapitän an Deck, aber dann ging er und der Obersteuermann unter Deck, um der ganzen Aufregung auf den Grund zu gehen. Als ich nicht mehr zurückkam, sah ich in den Frachtraum hinunter, erschaudert. Ich sah eine dieser Rüstungen, die von ganz allein herumlief. Sie war blutüberzogen. Als ich mich sah, rannte sie auf die Luke zu, also schloss ich sie. Er zwickt seine Augen zusammen. Wie konntest du deine Mannschaftskameraden mit diesen Kreaturen in den Frachtraum sperren? Die Mantel bedeckt sein Gesicht mit seinen Händen. Welche andere Wahl hatte ich? Denn ich konnte doch nicht alleine gegen sie kämpfen.